Ian ist ein Grund, war, er wurde im Winter verpflichtet und er ist ein Grund, warum wir. Ja, sehr enttäuscht. Ich glaube, dass wir ja über 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten Real ja an der Niederlage dran und dann kassierst du ein Standardtor und dann läuft es natürlich hinterher. Dann kriegt Real Oberwasser. Dann haben wir es in den letzten 20 Minuten nicht mehr so gespielt bekommen, dass wir zum Ausgleich kommen und dann kriegen wir ein ärgerliches 2-0 und dann war das Ding auch gegessen. Gegen Real heißt es, das Spiel zu killen, weil ich glaube, wenn du es 1-0 machst, dann hast du sehr große Chancen, dass du das Ding heute ziehst. Das hat dann irgendwann Real in der 70. gemacht und dann, naja, konnte man das leider nicht ziehen. Ich muss jetzt 2, 3 Tage irgendwie runterschalten, dann muss ich wieder hochfahren, auch für die Europameisterschaft. Ja, ich hoffe nicht, dass ich in so ein kleines Loch falle. Ich probiere da mein Bestes zu geben. Ich muss dann klar bleiben. Ich hole mir dann viel Zuspruch von meiner Familie und dann hoffe ich, ja, dass wir bei der Europameister so Erfolg haben, dass ich wenigstens was im Sommer zu feiern habe. We play good and yeah, we missed. You have to score. I think the one ball from Füllkrug hit the post and it was very unlucky and yeah, that's Real Madrid. Unfortunately, they come. I think I don't remember if they had chances. I think one from Jude maybe the header and they didn't have the chances and if you see the game and. Yeah, it's pity, We wanted to win the game and unfortunately we didn't. Ich kann zu 100% garantieren, dass wir sehr enttäuscht waren. In der Kabine sehr enttäuscht waren, die Spieler sehr enttäuscht waren, aber wie ich auch eben gesagt habe, wir sind trotzdem stolz. Ich habe es auch den Jungs in der Kabine gesagt, auch wenn es eine Silbermedaille ist, wir werden das mit Würde tragen. Es tut weh, ein Finale zu verlieren, es tut unheimlich viel weh. Aber es lohnt sich jeden Tag hart zu arbeiten, um in solchen Spielen spielen zu dürfen. Wir haben dieses Jahr bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner der Welt bestehen können. Und das gibt jemandem Mut und das gibt jemandem Selbstvertrauen. Nächstes Jahr werden wir das wieder versuchen. Ja, also ich glaube, dass wir bis zum 1-0 die deutlich bessere Mannschaft waren mit den viel, viel besseren Situationen vor dem Tor und die Madrilenen eigentlich gar nichts an Torschancen hatten. Wir haben sehr konzentriert gespielt, nichts zugelassen und ja, leider passiert uns dann das, auf das wir uns auch sehr gut vorbereitet haben. Es ist eine Standardsituation, es macht ein Spieler ein Kopfballtor, wo man eigentlich nicht mit rechnet und das dreht das ganze Spiel dann, weil wenn Real Madrid 1-0 führt, kommen sie in ihre perfekten Spielsituationen, in ihre Automatismen. Wir müssen ein Stück aggressiver, ein Stück offensiver pressen, anlaufen, damit wir mehr Druck auf den Ball kriegen und die Chance haben, noch ein Tor zu erzielen. Und dadurch kriegen sie ihre 1 gegen 1 Spieler natürlich immer wieder in gute Situationen. Und dann schenken wir leider auch noch ein zweites Tor her. Es tut sehr weh, so darüber zu reden. Ian ist ein Grund, er wurde im Winter verpflichtet und er ist ein Grund, warum wir heute hier sind, warum wir dieses Spiel spielen durften. Und Ian hat uns ganz, ganz viel in dieser Champions League-Saison geholfen. Und wir sind froh, dass er bei uns war. Und ja, Fehler passieren. Er ist ein junger Spieler und er wird diese Erfahrung mitnehmen. Und er hat unfassbare Qualität. Und ich hoffe für ihn, dass er nochmal die Chance hat, das in einem Champions League-Finale auszubessern. Keep it.